Mein Name ist Franzi und das ist mein allererstes Video, das ich überhaupt drehe. Es ist ein bisschen komisch, aber ich habe gesagt, dass ich es jetzt auf jeden Fall mal machen sollte. Und zwar möchte ich euch meine Kunstmappe zeigen zu dem Studiengang Bildende Kunst. Ich habe mir schon sehr, sehr lange überlegt, irgendwas mit Kunst zu studieren. Einmal etwa der Kunsttherapie oder Freikunst und habe mir immer Inspiration auf YouTube gesucht für Mappen. Habe allerdings nie so wirkliche Videos zu einer Mappe gefunden. Die meisten, die Mappenvideos hochladen, haben sich dann für Lehramt beworben oder eben für Grafikdesign oder Mediendesign. Das hat mir einfach nicht viel weitergebracht. Natürlich war es auch interessant zu sehen, was man dort alles in die Mappe reintut. Aber dadurch, dass man halt weiß, dass es nicht der gleiche Studiengang ist, sieht man natürlich auch die Sachen eben anders. Und fand es halt immer blöd, dass es wirklich fast keine Mappenvideos zu dem Studiengang Freikunst gibt. Und ich wurde jetzt kurzfristig angenommen für Freikunst und dachte, das ist die perfekte Möglichkeit, ein Video zu drehen, um vielleicht auch anderen zu helfen, die in der ähnlichen Situation waren wie ich. Dazu muss ich euch noch was erzählen davor. Und zwar habe ich mich als erstes für Kunst auf Lehramt beworben. Sekundarstufe 1 wurde auch angenommen und habe das dann studiert. Fand ich allerdings jetzt nicht so super und habe mich dann dazu entschieden, den Studiengang abzubrechen. Dann stand ich in einem E-Mail-Austausch mit einem Professor eben dieser Hochschule, wo ich dann auch angenommen wurde. Er meinte ja, dass ich noch kurzfristig zu der Aufnahmeprüfung dort gehen kann. Und das habe ich dann auch gemacht, habe alle Sachen in eine Mappe reingepackt, die ich überhaupt hatte. Ich hatte auch große Angst, da, wie gesagt, die Mappe sehr kurzfristig war. Ich habe mich nicht darauf vorbereitet und ich hatte keinen roten Faden. Aber ich wurde angenommen und das ist ja das, was zählt. Genau, aber ich möchte jetzt nicht so viel drum rumreden, sondern euch jetzt auch mal die Sachen zeigen. So, und zwar sollte man bei der Mappe 20 malerische Arbeiten und 20 Skizzenarbeiten hinzufügen. Diese Werkangaben konnte ich auch nicht richtig erfüllen, weil es eben sehr kurzfristig war. Das wussten die Professoren auch dort. Ich fange einfach an mal mit dem Skizzenbuch, was ich dazu gelegt habe. Ich hatte so eine Art Vernissage, wo ich auch meine Skizzen ausgelegt hatte und deswegen habe ich sehr viele Skizzen rausgeschnitten aus dem Skizzenbuch und habe sie dann vorne einfach lose reingelegt. Ich zeige euch das einfach mal im Schnelldurchlauf durch, weil es jetzt auch echt nicht so interessant ist. Genau, wie ihr schon seht, ich befasse mich sehr viel mit abstrakter Porträtarbeit. Den meisten kann ich jetzt auch nicht wirklich was sagen, weil es halt einfach echt nicht spannend ist. Das ist okay. Genau. Und einige Sachen waren hier auch noch so drin, die ich nicht rausgeschnitten habe. Mal gucken, was ich da euch zeige. Weil ich einfach echt nicht mehr richtig weiß, wie ich es aufgebaut habe. Das hier war apropos im Druck. Genau. So, ich mache mal weiter mit etwas Unhandlichem jetzt. Ich habe zwei Tonköpfe hinzugelegt und zwei Drahtfiguren. Das sind jetzt zwei Sachen, die ich persönlich nicht so mag. Zwei abstrakte Köpfe, einmal mit Tinte. Das ist einmal mit Feinliner. Dieses Bild ist ein Ölbild, aber mit Öl gemalt. Das ist eine Faltenstudie, einmal mit Schraffur und einmal mit Buntstift. Das sind Aktskizzen, die ich mal gemacht hatte in einem Aktzeichenkurs. Da war ich allerdings noch, ich glaube, ein bisschen jünger. Dies hier ist ein Acrylbild, das soll ein bisschen Schatten und Helligkeit zeigen. Dies ist ein weiteres abstraktes Acrylbild. Das ist ein Ölporträt.
Nicht wundern, die Leinwand ist alle nummeriert, damit die Professoren wissen, welches Material ich da zu benutzen habe. Also ich habe halt noch ein Blatt hinzugelegt, habe geschrieben, zum Beispiel Nummer 4 ist Acryl, Nummer 5 ist Öl oder sonstiges. Ich habe 4 Werke dazugelegt mit Fluid Artwork. So sehen die alle aus. Fand ich eigentlich auch ganz cool. Also ich weiß, dass es jetzt nicht so das Anspruchsvollste ist, aber ich wusste halt nicht, was ich sonst dazulegen sollte. Ich habe mich dann halt dafür entschieden. So, dieses Bild hier ist so ein skizzenartiges Bild. Das habe ich auch nicht fertig gemacht. Das ist mit Acryl. Das hier ist mit Acryl, Öl und Blattgold. Dieses hier ist mit Acryl. Die beiden sind apropos auch auf Holz gemalt, falls es jemanden interessiert. Dieses Bild ist eine Mischung aus Acryl und Öl. Und ich habe halt versucht, flüssiges Acryl noch dazu zu verwenden. Und so sieht das Ganze aus. Und zu guter Letzt, mein größtes, darauf bin ich auch sehr, sehr stolz. Das ist Acryl mit Blattgold. Genau. Das war es eigentlich auch schon. Ich habe mehr jetzt auch gar nicht reingetan. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie helfen und vielleicht Inspiration sammeln. Wie gesagt, ich habe keinen roten Faden. Das ist eigentlich nur abstrakt und Porträt. Das war es eigentlich auch schon. Aber es gibt bestimmt auch viele Markenkurse, an denen ihr euch anmelden könnt. Falls ihr mich supporten wollt auf Instagram und mir folgen wollt, ich heiße dort art.franzi. Ich blende es hier auch einfach nochmal ein. Genau, ihr könnt mir auch in die Kommentare oder so schreiben, wie ihr es fandet oder was eure Erfahrungen sind, ob ihr vielleicht euch beworben habt oder angenommen wurdet, nicht angenommen wurdet, was waren eure Erfahrungen. Dann, ich wünsche euch was.